Hallo zusammen, ich bin Nadja von Lieblingsgeschenk und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr Geld auf eine ganz besondere Art und Weise verschenken könnt. Geld ist ja wirklich so ein Standardgeschenk. Das verschenkt man zur Hochzeit, zur Taufe, Kommunion, Konfirmation. Das ist wirklich ein sehr beliebtes Geschenk. Und genau für solche Anlässe, für solche kirchlichen Anlässe, habe ich mir was Besonderes überlegt. Ich habe nämlich Geld gefaltet in solche kleinen Motive, die besonders gut zu solchen kirchlichen Anlässen passen. Zum Beispiel ein kleines Kreuz oder auch einen kleinen Engel gefaltet aus Geldscheinen. Und so macht das Geldgeschenk dann wirklich was her. Ich möchte euch hier in diesem Video jetzt meine 5 Lieblingsfaltanleitungen zeigen für genau solche Anlässe wie zum Beispiel Hochzeit oder Konfirmation. Wenn ihr jetzt sagt, ich bin kein Origami-Künstler und ein bisschen Angst habt, keine Sorge, die Faltanleitungen sind wirklich einfach. Und ein kleiner Tipp, ihr müsst nicht sofort mit dem Schein anfangen. Ihr könnt auch super gut euch Papier zurechtschneiden auf die Größe von einem Geldschein und dann übt ihr halt erstmal mit Papier. Das habe ich auch gemacht. Von daher macht euch keine Gedanken und viel Spaß beim Falten. Als erstes möchte ich euch zeigen, wie man ein Kreuz aus Geldscheinen faltet. Dazu brauchst du insgesamt 2 Geldscheine. Nimm dir den ersten der beiden Geldscheine und falte ihn längs in der Mitte. Daraufhin faltest du den Geldschein wieder auf. Nun faltest du das untere Ende des Scheins bis zu dieser Mittellinie um. Das gleiche machst du dann auch mit dem oberen Ende des Scheins. Wiederhole diesen Schritt erneut und halbiere dann damit nochmal die Breite des Geldscheins. Also falte nochmal von unten die Hälfte wieder zur Mittellinie und von oben auch noch einmal umknicken bis zur Mittellinie. Als nächstes nimmst du dir die beiden langen Enden des Geldscheins vor. Knicke die beiden Ecken einmal um zur Mitte. Dann öffnest du das wieder, drehst den Geldschein um und machst das gleiche auch auf der anderen Seite des Geldscheins. Jetzt hast du eine deutliche Faltlinie, die du dann gerade geknickt hast. Und entlang dieser Faltlinie klappst du jetzt die Ecken nach innen weg. Das Ganze wiederholst du auch mit der anderen Seite des Scheins. Also knicke die Ecken um in beide Richtungen und falte sie dann nach innen. Danach faltest du eines der beiden spitzen Enden zu circa einem Viertel in die Mitte. Das andere Ende faltest du ebenfalls um, sodass sich die beiden Spitzen berühren. Wichtig ist, dass ein Teil auf jeden Fall länger ist als das andere und die sich nicht in der Mitte treffen. Jetzt nimmst du dir den zweiten Geldschein. Und auch diesen Schein faltest du als erstes links in der Mitte. Öffne den Schein wieder und falte ihn anschließend quer in der Mitte. Dann klappst du auch das wieder auf und nimmst dir jetzt eine Seite vom Schein, nämlich die linke Hälfte, und faltest die bis zur Mittellinie. Jetzt gehst du ähnlich vor wie bei dem ersten Geldschein. Als erstes nimmst du das untere Ende des Scheins und faltest es hoch bis zur Mittellinie. Und das gleiche machst du dann auch mit dem oberen Ende des Scheins und knickst es ebenfalls nach unten zur Mittellinie um. Diesen Schritt wiederholst du noch einmal und faltest nochmal das untere Ende bis zur Mittellinie und auch das obere Ende noch einmal bis zur Mittellinie. Jetzt knickst du auf beiden langen Seiten das Ende um circa einen halben Zentimeter ein. Dann faltest du die beiden langen Enden bis zur Mitte ein. Also hier treffen sich die beiden dann wirklich in der Mitte. Im nächsten Schritt verbindest du jetzt die beiden Geldscheine miteinander. Du verhakst sie in gewisser Weise ineinander. Die beiden leicht eingeklappten Enden des unteren Scheins kannst du jetzt in die Öffnung vom oberen Schein einhaken. Der kürzere Schein sollte also jetzt den längeren einmal umfassen. Und dann faltest du die spitzen Enden von dem länglicheren Schein in den kleinen Schein hinein. Da sind nämlich 2 kleine Spitzen, die man so ein bisschen abstehen lassen kann und die kannst du dann einfach wie in so einer Lasche reinstecken in den kleineren, queren Schein. Dann drückst du alles noch mal ein bisschen fest und schon ist das Kreuz fertig gefaltet. Als nächstes möchte ich dir zeigen, wie man die Taube aus Geld faltet. Für die Taube brauchst du nur einen Geldschein.
Diesen Geldschein faltest du als erstes längs in der Mitte. Dann öffnest du den Schein wieder und faltest ihn darauf quer in der Mitte. Nachdem du den Schein wieder geöffnet hast, faltest du eine Hälfte des Scheins in Form eines Dreiecks zur Mittellinie. Und diesen Vorgang wiederholst du auch mit der anderen Seite. Unten sollte jetzt noch ein wenig vom Schein überstehen und diesen schmalen Streifen faltest du jetzt einfach nach oben. Dann öffnest du den Schein wieder, aber diesen kleinen Streifen, den lässt du umgeklappt. Dann wiederholst du den Schritt und faltest wieder die rechte obere Ecke und die linke obere Ecke zur Mittellinie zu einem Dreieck. Wenn das Dreieck jetzt so vor dir liegt, eine Ecke oben, zwei Ecken unten, nimmst du dir jetzt eine der unteren Ecken und klappst diese Ecke zu der oberen Ecke um und das gleiche machst du auch mit der anderen Seite. So sollte jetzt ein kleines Quadrat entstanden sein. Dieses Quadrat faltest du jetzt entlang der mittleren Linie und hast nun wieder ein Dreieck. Leg das Dreieck so vor dich, dass die beiden spitzen Ecken oben sind und die eine breitere Ecke unten ist und so, dass die linke Seite des Dreiecks verschlossen ist und du sie nicht aufklappen kannst. Die rechte Seite kannst du allerdings auseinanderklappen. Falte jetzt die linke Ecke zur unteren Ecke und öffne es wieder. Daraufhin klappst du dann die untere Ecke nach oben an die Kante und öffnest auch das wieder. Jetzt kommt der komplizierteste Teil. Du nimmst jetzt die obere Schicht des Geldscheins und klappst nur diese entlang der eben entstandenen Linien nach oben. Es ist ein bisschen schwer zu beschreiben, aber ich hoffe, du kannst im Video gut erkennen, was ich da genau mache. Jetzt drehst du den Geldschein um und machst das Ganze noch einmal. Also erst faltest du die linke Ecke zur unteren Ecke und öffnest es wieder. Und dann faltest du die untere Ecke nach oben zur Kante und öffnest auch diesen Knick wieder. Und dann kommt wieder der Teil, wo du die oberste Schicht entlang der Faltlinie nach oben klappst. Jetzt kann man die Vogelform schon ganz grob erkennen. Falte jetzt den hinteren längeren Teil schräg entlang der Mittellinie nach oben. Falte es wieder auf, dreh den Vogel um und mach das gleiche nochmal in die anderen Richtungen, sodass auf beiden Seiten so eine Faltlinie entsteht. Entlang dieser Faltlinien knickst du jetzt den Schwanz des Vogels ein. Dann kommt auch schon der letzte Schritt, nämlich der Schnabel. Falte den Schnabel einmal in beide Richtungen um und knick ihn dann so ein wenig nach innen, damit er nach vorne hinaus steht. Als nächstes möchte ich dir eine ganz klassische Form zeigen, nämlich das Herz. Das ist wirklich blitzschnell und super einfach gemacht. Du brauchst nur einen Geldschein. Diesen Geldschein faltest du als erstes längs in der Mitte. Anschließend halbierst du diesen gefalteten Geldschein erneut in der Mitte, dieses Mal der Breite nach. Dann öffnest du diesen letzten Knick wieder. Anhand der eben entstandenen Faltlinie faltest du jetzt eine Hälfte des Scheins nach oben weg. Das wiederholst du auch mit der anderen Seite. Jetzt drehst du den Geldschein einmal um. Falte die oberen beiden Enden zu kleinen Dreiecken. Und anschließend faltest du dann von diesem Dreieck die obere Spitze nochmal nach unten. Jetzt hast du das oben ein wenig abgerundet dadurch. Und damit ist das Herz auch schon fertig. Ich empfehle dir, das Ganze hinten einmal mit einem Klebestreifen zu fixieren, damit es auch nicht aufgeht. Und schon kann das Herz verschenkt werden. Jetzt möchte ich dir zeigen, wie man den Engel aus Geld faltet. Das ist meiner Meinung nach tatsächlich die schwierigste Anleitung, aber auch die kriegst du auf jeden Fall hin. Wie gesagt, wenn du einmal üben möchtest, nimm dir einfach erst ein Blatt Papier. Für den Engel brauchst du auch nur einen Geldschein. Diesen Geldschein faltest du als erstes quer in der Mitte und öffnest diesen Knick dann wieder. Dann nimmst du die obere linke Ecke und faltest sie entlang dieser entstandenen Mittellinie nach unten. Und das gleiche machst du mit der anderen Seite ebenfalls. Unten steht jetzt so ein kleiner schmaler Streifen noch über. Den klappst du einfach nach oben. Anschließend öffnest du den Schein wieder, aber dieser schmale Streifen bleibt umgeknappt. Dann drehst du den Schein einmal um, sodass der schmale Streifen jetzt oben liegt. Und dann faltest du wieder die linke obere Ecke und die rechte obere Ecke entlang der Mittellinie, sodass ein Dreieck entsteht.
Dann faltest du die beiden unteren Ecken nach oben zu der Ecke des Dreiecks und so entsteht ein kleines Quadrat. Dreh den Schein einmal um und öffne diese beiden Teile wieder, die du gerade umgeklappt hast. Und dann klappst du die beiden Teile nach innen und zwar entlang der gerade entstandenen Faltlinie und entlang der Mittellinie. Falte die Spitze von den beiden nebeneinander liegenden Dreiecken nach oben um. Jetzt kommt tatsächlich der komplizierteste Teil. Entlang dieser eben entstandenen Faltlinie klappst du jetzt diese Seitenteile nach oben weg auf beiden Seiten. Danach drehst du den Geldschein um. Du solltest jetzt die Engelsform auch schon gut erkennen können. Falte links und rechts den unteren Teil der Flügel um. Den oberen Teil der Flügel fächerst du anschließend auf. Zum Schluss musst du nur noch den Kopf vom Engel ein wenig runder formen, indem du den Schein hier ein bisschen auseinanderziehst und in die richtige Form drückst. Damit ist der Engel auch schon fertig. Vielleicht ein bisschen knifflig zwischendurch, aber absolut machbar, oder? Als letztes möchte ich dir zeigen, wie du einen Fisch aus Geld faltest und der ist wieder wirklich sehr, sehr einfach zu machen. Auch hier benötigst du nur einen Schein, um den Fisch zu falten. Diesen Schein faltest du einmal längs in der Mitte und öffnest ihn anschließend wieder. Daraufhin nimmst du die linke obere Ecke und faltest sie bis zu dieser gerade entstandenen Mittellinie. Das gleiche machst du dann auch mit der unteren linken Ecke. Dann drehst du den Geldschein einmal um. Nimm dir erneut die obere linke Ecke und falte sie wieder bis zur Mittellinie. Und das gleiche machst du auch wieder mit der linken unteren Ecke. Dann drehst du den Geldschein wieder um. An der Spitze vom Geldschein siehst du jetzt, dass da nur jeweils eine Papierlage oben drauf ist. Und die faltest du einmal um. Nimm dir die gerade entstandene Spitze und falte sie einmal um. Jetzt faltest du auch die andere Seite vom Schein bis zu dieser umgeklappten Spitze. Nimm die beiden Ecken auf dieser Seite des Geldscheins und falte sie nach innen zur Mittellinie, sodass zwei Dreiecke entstehen. Wenn du magst, kannst du jetzt auch hier einen Klebestreifen verwenden und diese Seite des Fisches fixieren. Dann drehst du den Fisch um und siehst, er ist fertig. Also wirklich super einfach. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr seid gut mitgekommen in den Faltanleitungen und habt jetzt ganz viele süße kleine Engel und Tauben gefaltet. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr das Video bewertet mit einem Daumen nach oben oder mir einen kleinen Kommentar dalasst. Und ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß beim Basteln und Verschenken.